Hi! Heute haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. 200 Kilometer hin, 200 Kilometer zurück. Wo waren wir? Bei Gobinox. Was für ein Kreis geworden ist, seht ihr gleich. Da haben wir nun stehen, den Karton noch mit dem Zubehör. Ein Vierbrenner Flex der Luxusline-Serie ist es geworden. Modell 2016. Ja, und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, warum zum Teufel hat er sich einen Gobinox geholt? Na ganz einfach, er hat das Preis-Leistungs-Verhältnis gepasst. Nun, wir sind hingefahren, haben uns die Chris angeschaut, für den habe ich mich entschieden, mit den Leuten noch etwas geredet und etwas günstiger bekommen. Also ich habe ihn nicht gratis bekommen. Ich habe ihn genauso gezahlt wie jeder andere auch. Nun, genau, bei Gobinox, schaut ihr da mal vorbei, ein super Team, man wird echt klasse beraten, hat mir sehr gut gefallen. Aber nun, fangen wir an mit dem Zubehör auspacken und dann mit dem Grill selber und mit dem Aufbau. Auf geht's! So, dann legen wir mal hier schnell los. Eine Grillreinigerbürste habe ich noch dazu bekommen. Ja, brauchen wir glaube ich nichts dazu sagen. Gasanschlussset, Anschlussschlauch, brauchen wir auch nichts dazu sagen. Dann haben wir hier eine Edelstahlräucherbox. Jupp, schaut gut aus. Dann habe ich mir noch den Grillreiniger mit dazu genommen. Einen monströsen Pizzastein, schön dick. Dann schauen wir uns mal die Platte an. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich glaube, auf der kann ich mal ein bisschen mehr machen als vorher mit der kleinen. Wunderbar, wunderbar. Dann, was für mich ganz wichtig ist, ist die Rotisserie. Spieß, Motor, 220 Volt, sehr schön. Der Grill wird in der Nähe von der Steckdose sowieso stehen. Die Gabeln und das Kleinzubehör. Alles schön Edelstahl, wunderbar. Eins noch, um euch zu beruhigen, die Holzkohlegrills, die werden mit Sicherheit nicht zu kurz kommen. Der Gasgrill ist eine Ergänzung, kein Ersatz. Nun denn, machen wir weiter. Im Gegensatz zu der Premium-Line haben wir hier etwas mehr zum Zusammenbauen bei der Luxusline, aber mein Gott, was soll's? Etwas Spaß muss sein. Das ist ja mal die geilste Verpackung von den Schrauben überhaupt, was ich jemals gehabt habe. Mal so richtig gleich bezeichnet und geordnet. Geil. Das gefällt mir ganz gut. Der obere Rost und die ja, Fettabweiser oder wie man das sagt. Alles Edelstahl. Das Unterteil mit dem Loch für die Gasflasche. Ja, die Hauptantriebseinheit hätte ich jetzt gesagt fast. Schauen wir mal, wie wir das Ding da rausbringen. Da ich alleine bin, werde ich jetzt den Karton aufschneiden und es vorsichtig rausholen.
den, wo ich gerne gehabt hätte, dass mir hilft, der hatte heute leider keine Zeit. Aber es muss alleine gehen, weil meinen Schatz will ich damit jetzt nicht belästigen. Und da unten kommt noch mal was raus, die Grillroste. Selbstverständlich auch aus Edelstahl. Gerade dachte ich mir noch, irgendwie fehlt da was, bis ich den Deckel aufgemacht habe. Räder, Thermometer, Kleinmaterial, was weiß ich alles. Ich werde es nachher gleich wissen. Nachdem es da jetzt aussieht wie auf einem riesigen Schlachtfeld, werde ich jetzt erst einmal alles nochmal aus den Folien auspacken, schön zusammenlegen, etwas sortieren und dann geht's weiter. Starten wir noch mal eine kurze Übersicht. Und Werkzeug habe ich mir das hergeholt. Kleiner Kreuzschlitz, großer Kreuzschlitz, Schlitzschraubenzieher, Wasserpumpenzange, ein 10er, 11er und ein 17er. Ja, dann hätte ich mal gesagt, stelle ich Kamera nebenhin und lege einfach mal los. So, ich denke, das war der Unterbau fürs Erste. Jetzt stellen wir ihn dann am Boden. Aber ich mache jetzt erstmal eine Pause mit meinem sogenannten blonden Engel. Orangensaft mit Vanilleeis. Lecker! Für den Unterbau habe ich ca. 25 Minuten gebraucht. Gemütlich kommt der Deckel. Das Problem ist halt, ich sehe jetzt gar nichts. So. Hier ist ein winziger Punkt, der mich ein klein bisschen ärgert. Und zwar mit dem Gewinde hier. Aber das ist gar kein Problem, da hole ich mir schnell eine Feile. Feile ist ein klitzekleines bisschen aus, lege noch eine Beilagscheibe drunter und dann passt das Ding hundertprozentig, dass das auch eben ist. So, die Beilagscheibe mache ich deswegen rein,
weil sonst die Schraube über dieses Loch recht schräg drin wäre. Moment, ich glaube so, ne? So kann man es ganz gut sehen. Ich habe ja noch Edelstahlbeilagscheiben, der gute Schrauber hat sowas daheim. Und schwuppdiwupp kann man das Ding hundertprozentig fast genau zusammenschrauben, dass keine Kante entsteht. Wer sich über sowas aufregt, der ist fehl am Platz. Die Seitenablagen in die vormontierten, vorgeschraubten Schrauben, die hat man bloß noch mal kurz lösen müssen. Na, geh rein, du Feigling. Jetzt, dann kann man die anziehen und die restlichen rein. Und selbst dazu gibt es eine exakte Zeichnung. Das mache ich jetzt auf beiden Seiten. Die Seite nur die Ablage, andere Seite Wokbrenner. Und dann geht's weiter. Die Wokbrennereinheit wird bloß über die Gasdüse drüber gesteckt und mit zwei Schräubchen unten fixiert. Und das Kabel für die Piezo-Zündung einfach aufstecken. Deckel zu, Affe erstmal tot. Und dann geht es auch schon mit den Flammabweisern weiter und wir gucken, was er innen noch für Überraschungen für uns bereithält. Oh! Schön. Links und rechts haben wir noch so kleine Gummipufferle drin, damit der Deckel nicht so aufknallt. So, dann können wir auch schon unser Thermometer in den Deckel einführen und festziehen. Mit dem 16er Schlüssel. Als vorletzten Schritt installieren wir den Gasschlauch und die Gasflasche. Ich glaube, zum Anziehen brauche ich nichts sagen. Der Vorteil an diesem Grill ist, man kann eine große Gasflasche verwenden. Die darf auch drin stehen lassen. Warum? Zeige ich euch gleich. Ja, nicht, dass es mir so geht wie einen Bekannten, der einen Grill hat, aber keine Gasflasche. Ich grüße dich. Und dann prüfen wir noch ganz schnell die Anschlüsse. Das mache ich ganz einfach mit einem Lecksuchspray. Sprühe einfach mal schnell ein die Anschlüsse und wenn es irgendwo aufblubbert, dann ist undicht. Aber so wie es hier jetzt aussieht, ist alles gut. Okay, dann zeige ich euch. Ach, ich sollte vielleicht noch das Gas aufdrehen, bevor ich da Sprüche reiß. Hahaha. Nein, hier blubbert mal gar nichts. Da auch nicht. Und dann schaue ich noch drüben schnell nach. Dann kommt noch so das ziemlich allerletzte jetzt, würde ich sagen. Und zwar nicht von der Produktion her, sondern zur Fertigstellung des Grills. Und hier das Geheimnis, warum man die große Gasflasche drin lassen kann. Die haben einfach eine Dämmmatte zwischenrein gemacht, einen Hitzeschutz unter die Fettwanne. Hier kommt noch dieses Auffangkörbchen hin. Und damit wäre der Grill soweit zusammengebaut. Ja, hau, dass ich mich in meine Rolle wieder einfinde zum Putzen. Ja, sämtliche Fingerabdrücke wegwischen, außen sauber machen, innen etwas sauber machen und dann kommt er an seinen Platz und wird eingebrannt. Bis gleich. So, fertig. Das mit dem streifenfreien Putzen von Edelstahl. Ich glaube, das muss ich mir von meinem Schatz nochmal zeigen lassen. Und dann werde ich das erste Mal so einen Gasgrill überhaupt anschmeißen. Ich weiß noch nicht einmal, wie das geht. Und dann wird man sozusagen gleich ausbrennen. Ich habe noch mein altes Maverick gleich hingehängt. Nur um zu gucken, wie genau oben gleich das Thermometer anzeigt. Ich denke, drücken. Und vielleicht
Korrekt, das vorher wieder aufdrehen. Ja, das wäre von Vorteil. Er zündet. Er brennt. Es brennt, es brennt. 2. Na ja, langsam übergesprungen. Dann drehen wir einfach mal auf. Ohne Backburner. Gucken wir mal, was die Temperatur sagt. Und noch ein nettes Gimmick ist hier angebauter Flaschenöffner. Ja gut, ich habe gesagt, ich hätte lieber einen Red Bull Dosenöffner. Haben es mir nicht bieten können, habe ich halt den mit den genommen. Was wir aber gerade noch austesten können, während der warm wird, ist der Wokbrenner. Gut, der Wokbrenner geht auch. Den machen wir wieder aus. Nun ja, Deckelthermometer 210 Grad. Ja, das kann ich irgendwo gar nicht so ganz glauben. Schauen wir mal, was es Maverick spricht. Wie erwartet, tut uns das Deckelthermometer etwas beschummeln. Naja, was soll's. Lale, dann zünden wir noch kurz den Heckbrenner. Dazu tun wir das Gitter auf alle Fälle runter. Den Warmhalterost. Und er brennt. Nun, warum habe ich mich für einen 4-Brenner nur entschieden und keinen 5- oder 6-Brenner? Na, ganz einfach. Mir reicht die Grillfläche vollkommen. Der Backburner ist auch groß genug, ist sogar größer, finde ich jetzt, als, was heißt finde ich, ist größer als bei den Premium-Line. Ja. So viel, so weit, so gut. Die Roti werdet ihr dann sehen, sobald sie das erste Mal in Einsatz kommt. Ich finde den Haller irgendwie geil da drin. Kuckuck! Jawohl. Und die Griddle Blade gibt es dann gleich als nächstes Video im Einsatz. Da werden wir sie auch mit ausbrennen, einbrennen. Genau. Soweit, so gut. Backburner heizt auch wunderschön. Dann sollte ich sagen, kann ich ihn ausmachen. Ich bin zufrieden. Er hat seinen neuen Platz gefunden, der Kobinox Flex. Warum ich mich für ihn entschieden habe, habe ich ja gesagt. Ich bin höchst zufrieden. Bedanken möchte ich mich nochmal an das Kobinox-Team für alles, für die Beratung heute, für den Kaffee, den wir bekommen haben. Ja. Geiles Team. Ich komme gern wieder mal rein. Und dann möchte ich mich noch ganz besonders bei meinem Schatz bedanken, die mir das Ganze überhaupt ermöglicht hat. Naja, ich bin jetzt hoch verschuldet. Egal. Wir haben einen Gasgrill. Daumen nach oben. Was wir als nächstes machen, weiß ich sogar schon. Es wird die Griddleblade auf alle Fälle ausprobiert, eingeweiht. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Nun, wer kommt jetzt an? Danke! Was? Oh. Und? Nochmal... Ja? Ja, jetzt weiß ich nicht mehr weiter.